So, wir sind zurück in Le Mans und ja, ihr könnt ja schon in der Videobeschreibung, Überschrift sehen, dass dieser Part den Beinamen Rennstunde 12 trägt und das bedeutet, dass wir in diesem Part die Hälfte des Rennens hinter uns lassen, also 50% der Distanz schaffen werden. Deswegen habe ich jetzt hier schon mal 2 Minuten vor der 12-Stunden-Marke hier das Video angefangen. Und ja, können wir uns jetzt gleich gemeinsam diesen historischen Moment sozusagen Revue passieren lassen. Ja, er wird nur kurz anhalten. Und ja, jetzt generell nochmal zum Rennen. Ja, wir haben ja in dem vergangenen Part gesehen, dass es wieder langsam angefangen hat zu regnen. Es ging eine ganze Weile so, dass es der Regen gefallen ist, aber die Strecke trocken geblieben ist, das heißt, sich kein Wasser angesammelt hat. Bestimmt ja 30 bis 40 Minuten oder 45 Minuten sogar ist das so gewesen. Ja, und jetzt langsam aber sicher sammelt sich die Nässe auf der Strecke und wir haben jetzt mittlerweile schon 2% Streckenfeuchtigkeit. Also es war doch bisher jetzt noch kein so kleiner Schauer. Jetzt langsam wird es rutschig werden und ja. Und die Hälfte des Rennens werden wir jetzt auch, wie gesagt, gleich hinter uns lassen. 30 Sekunden noch und ja, es war eine turbulente erste Hälfte auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergehen wird. Wirklich schwierig jetzt hier auch bei diesen Mischbedingungen sich zurechtzufinden mit den Slicks. So, und jetzt in diesem Augenblick haben wir es geschafft. Die Hälfte des Rennens haben wir hinter uns gebracht. Wenn man sich nochmal zurückerinnert, der turbulente Start bei völligem Regen und völlig nasser Strecke. Über mehrere Runden mit dem Bentley gekämpft, dann über diese Langstreckenkämpfe, über die Boxenfights und ja, mittlerweile haben wir jetzt 4 Runden Vorsprung schon und ja, kämpfen uns hier weiter durch die Nacht und haben jetzt wie gesagt in der Nacht auch noch mit diesen Mischbedingungen zu kämpfen. Dann gab es ja auch noch den Langstreckenbug, der uns ereilt hat und uns ja für einen Monat quasi aus dem Rennen rausgeschmissen hat sozusagen, aber jetzt geht es wieder voran. Und ja, 50% des Rennens haben wir hinter uns gelassen. Wunderbar. So, ich bin gespannt, wie sich das jetzt hier mit dem Regen verhält. Also es ist jetzt schon langsam ziemlich glatt, auch wenn es erst 2% sind. Ich fahre mittlerweile eigentlich auch ganz normal noch. Also ich habe mich jetzt hier nicht auf frühere Bremspunkte eingestellt oder auf angepasste Fahrweise. Noch kann ich attackieren. Aber es ist die Frage, wie lange. Also es wird nur langsam nasser. Es ist schon 2-3 Runden gefahren und da sind diese 2% erst zustande gekommen. Schlimm wird es, also wirklich schlimm, schwierig wird es, wenn es jetzt schlagartig nasser wird. Kontinuierlich. Und momentan geht es noch relativ langsam voran. Jetzt sind wir bei 3%. Ja, wird bestimmt interessant, wie sich das jetzt hier verhält noch. Wir haben ja schon einige Regengüsse hinter uns gelassen. Einmal kam auch nochmal ein Regenguss, der ging bis zu 60% hoch. Er hörte dann aber wieder auf. Und ja, mal gucken. Also Spray haben wir jetzt hier noch nicht auf der Strecke. Also wir wirbeln hier kein Wasser hoch. Und ja, ich werde das Ganze jetzt hier, diesen Part auch nochmal nutzen, um hier ein paar Onboard-Aufnahmen euch zu geben. Ich fahre jetzt hier mit der Dachkamera sozusagen. Die passt wirklich gut bei den Le Mans-Fahrzeugen. Und ja, ich denke, die bringt auch gut Speed mit rüber. Jo, jetzt habe ich auch noch mal ein paar Informationen für euch für nebenbei. Aus dem realen Motorsport eine News, die ich hier noch mal auffassen möchte und für euch ja, präsentieren will. Später möchte ich auch noch mal ein bisschen was sagen zu der Meisterschaft, die ich ja für 2013 organisiere, die im Februar, der jetzt ist, bald startet. Ja. Generell auch nochmal was zum Kanal möchte ich auch nochmal sagen, aber erstmal fange ich mit der Motorsport News an. Nämlich betrifft die zum einen die Formel 1, zum anderen auch die DTM. Nämlich der ehemalige Formel 1 Fahrer Timo Glock, ehemalig sage ich, weil er jetzt da nicht mehr ist, wie man sich ja schon denken kann, der ist ja jahrelang erst für Toyota gefahren, er war auch mal Testfahrer bei BMW ganz am Anfang.
Naja, dann war er bei Toyota, war da auch relativ erfolgreich, hatte gute Platzierungen eingefahren. An der Seite von Jarno Trulli damals, hatte glaube ich auch Ralf Schumacher bei Toyota ersetzt, als der gegangen war. Naja, auf jeden Fall kam er dann ja zu Marussia Virgin. Erst hieß es nur Virgin und dann kam Marussia als Hauptsponsor dazu, fuhr dort 2 Jahre oder 3 Jahre, ich weiß es nicht genau. Und hat da ein ganz gutes Programm gehabt, auf jeden Fall war der erste Fahrer dort. Auf jeden Fall ist er jetzt nicht mehr in diesem Team, warum, weshalb, auch immer. Da weiß ich alle nichts dazu, vielleicht weiß es ja einer von euch, ist das Team pleite gegangen oder haben die einfach einen anderen Fahrer gewollt. Hier habe ich mich jetzt hier schon mal ein bisschen verschätzt und mich hier einmal glatt gedreht. Naja, auf jeden Fall ist Timo Glock jetzt in die DTM gewechselt und das ging alles ziemlich schnell, hat in Valencia Testfahrten gemacht für BMW und wird ab der nächsten Saison für BMW in der DTM antreten. Ja, freut mich sehr, persönlich sehr, diese Nachricht. Also ich kann mir den Timo Glock wirklich sehr gut in der DTM vorstellen, passt da bestimmt wunderbar rein. Ja, er hat auch immer wieder erwähnt, dass er sich bei BMW sehr wohl fühlt und mit BMW auch seine Motorsportkarriere begonnen hat. Und ja, ich denke, das wird dann doch eine tolle Fusion, der passt bestimmt super da rein. Kennt wohl auch noch viele Gesichter von früher, das ist ja auch immer schon sehr viel wert. Und ich freue mich drauf, bin gespannt. BMW ja jetzt auch mit 2 Fahrzeugen mehr dabei als in der letzten Debütsaison. Also, ja, und Marco Wittmann ist ein weiterer Fahrer, der neu zu BMW hinzukommt. Mit Kubica, das habe ich glaube ich im vorangegangenen Part erzählt, da gibt es jetzt keine weiteren Infos zu, da ist es ein bisschen still geworden. Es hieß ja auch, dass er vielleicht bei Mercedes ein Cockpit bekommen könnte. So, ja, der Vorteil in diesen Mischbedingungen hier ist natürlich, dass die Reifen auch relativ lange halten. Wir sehen, der Zustand der Hinterräder ist dafür, dass wir schon einen halben Tank leer gefahren haben, noch relativ gut. Durch die feuchte Streckenoberfläche überhitzen die Räder hier jetzt in diesem Fall natürlich nicht so leicht, weil der Boden durch die Nässe natürlich auch kälter ist und der Reifen selbst auch. Und ja, dementsprechend kann ich auch ruhig aggressiver bremsen, weil ich generell sowieso sehr aggressiv meistens bremse und keinen besonders schonenden Fahrstil habe. Kommt mir das ganz gut entgegen. Das Problem ist dabei allerdings, dass ich jetzt die Vorderreifen dadurch auch schlechter auf Temperatur kriege, beziehungsweise auf den langen Geraden kühlen die sich sehr schnell ab und beim Einlenken nach den Bremspunkten muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, langsam aber sicher wird die Streckenfeuchtigkeit jetzt auch höher, jetzt sind wir bei 4%. Ich denke, dass wir bis 50% auf jeden Fall auf dem Slick bleiben können. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Ja, und jetzt nochmal eine kleine Sache zu der Meisterschaft, die ich veranstalte. Ich veranstalte ja eine Nissan GT-R Schulze Motorsport Veranstaltung sozusagen, Meisterschaft für 2013 mit 10 Rennläufen. Dafür gibt es auch schon einige Videos. Falls ihr Interesse habt, daran teilzunehmen, dann meldet euch doch einfach an. Das könnt ihr machen per privater Nachricht. Alle Infos zu dieser Meisterschaft findet ihr auch auf meinem Kanal. Da ist eine Playlist auf der rechten Seite. Die heißt GCHD N24 GT3 World Series oder so. Und dort sind zwei Folgen des Magazins schon drin, in der eigentlich fast alle Sachen geklärt werden. Und ja. Schaut es euch an, wenn ihr Interesse habt. Die Starterplätze sind allerdings mittlerweile schon voll, aber wir können noch gute Gaststarter gebrauchen. Ich denke, dass nach dem ersten Rennstart oder nach dem ersten so, jetzt muss ich hier mal gerade ganz kurz leider das Ladekabel an meinen Laptop stecken. Ganz doofe Sache, tut mir leid, Leute. Ja, wir können auch Gaststarter gebrauchen, wie gesagt, die dann nachrücken, weil ich denke, dass einige ausfallen werden, denke ich, schon beim ersten Rennen. Viele melden sich ja an, denken, okay, mache ich mal mit und dann kommen sie doch nicht und dementsprechend werden die dann ja aussortiert und dann können die nachrücken, also 12
Plätze haben wir bereits besetzt. Das sind die maximalen Teilnehmer pro Rennen. Und einen Gaststarter haben wir und wir könnten noch mehr gebrauchen. Also, meldet euch ruhig an. Das Ganze per privater Nachricht. So wie es in den, in den einzelnen Racing-Magazin-Folgen auch beschrieben ist, die ihr wie gesagt in der Playlist findet auf meinem Kanal. So, jetzt sind wir schon bei 5%. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen rutschiger beim Rausbeschleunigen. Man sollte auf jeden Fall jetzt schon starke Lastwechsel versuchen zu vermeiden, weil die das Fahrzeug natürlich in eine Unbalance bringen und bei Glätte, bei nasser Fahrbahn ist das natürlich dann extrem schwierig und das Fahrzeug, meistens verliert man es dann. Ja, zu meinem Kanal wollte ich ja auch noch mal was sagen, und zwar habe ich doch die ein oder andere private Nachricht bekommen von einigen Abonnenten, die mich immer mal wieder gefragt haben, wann kommt denn der nächste Part von dem Let's Play zum 24-Stunden-Rennen oder zum Suzuka 1000-Kilometer-Rennen. Und ja, die Nachrichten habe ich einige Male erhalten von verschiedenen Personen. Und wollte jetzt generell einfach nochmal sagen, damit ihr euch ein bisschen darauf einstellen könnt. Montags kommt immer ein Part von dem Suzuka 1000 Kilometer Rennen. Dienstags mache ich sozusagen mal so einen Ruhetag, da lade ich nichts hoch. Mittwochs kümmere ich mich um andere Let's Plays, die nicht mit GT5 zu tun haben. Zurzeit Silent Hill 2 HD. Also Mittwoch ist immer Silent Hill 2 HD Tag zurzeit. Dort werden dann zwei Parts jeweils an dem Tag hochgeladen. Und ja, donnerstags kommen dann andere Sachen, die so noch nebenbei anfallen. Und freitags kommt dann immer ein Part vom 24-Stunden-Rennen vom Le Mans hier. Und am Wochenende dann halt nochmal vereinzelt andere Sachen. Ich denke, ich habe da ein doch relativ großes, weit gefächertes Programm, das ich euch anbieten kann. Also ich habe schon viele Sachen, die ich hochlade. Sind also in der Regel 4 bis 5 Videos in der Woche. Das ist schon ganz schön viel dafür, dass ich das auch nebenbei mache und arbeiten gehe noch. Stecke ich da eigentlich schon viel Arbeit rein. Ich kann nicht immer so viele Parts hintereinander von einer Sache bringen. Und ja, ich hoffe, dass es okay für euch ist. Kann das dann halt auch nicht viel mehr, kann ich auch nicht bringen. So, jetzt merke ich hier schon wirklich in den Ecken, dass es hier wirklich glatt wird. Jetzt muss ich langsam anfangen, mich auf die Bedingungen hier einzustellen. Ich denke, ich muss jetzt etwas früher bremsen schon bald und vor allem den Wagen dann nicht so schnell in die Kurven dann reinlenken lassen, sondern eher mit weniger Geschwindigkeit, also wie gesagt früher ein bisschen bremsen und dann etwas reinrollen lassen. So, ich bremse hier jetzt wie bei 200 Metern wie sonst auch, aber lasse den Wagen jetzt hier in der Mitte nochmal ein bisschen mehr Zeit, um umzusetzen. Curbs versuche ich jetzt auch mehr zu meiden, weil die natürlich auch sehr glatt werden. So, in den Überrundungen sind wir jetzt auch wieder involviert. Hier ist wieder mal eine Viper. Haben wir schön hinter uns gelassen. Das war gar kein Problem. Früher waren die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen der GT und der LMP-Klasse natürlich deutlich höher, wie es heute ist. Es gab jetzt sogar in den letzten Saison sogar mal einige Probleme, viele Probleme mit Überrundungen, weil die LMP-Fahrzeuge nicht wesentlich schneller sind vom Speed her wie die GT-Fahrzeuge. Natürlich sind sie schneller, aber eher in den Kurven. Und jetzt bin ich hier jetzt sehr weit rausgekommen beim Bremsen. Bin mich hier fast ins Kiesbett gerutscht. Ja, und da vor allem da links neben der Strecke ist kaum noch Grip, auch wenn man da Asphalt ist. Und da ist meistens der ganze Dreck und ja, auch gerade jetzt hier im Regen ist es da sehr rutschig. Solltet ihr versuchen zu vermeiden, also immer die Ideallinie nehmen, gerade bei Regen. Und ja, man kann ja einstellen, ob es realistisch sein soll, die
Denkgrip neben der Ideallinie oder normal. Und ich stelle jetzt immer auf realistisch, weil das dann doch deutlich realistischer ist. Und realistischer ist meistens doch besser, gerade in so einem authentischen Rennen hier. So, jetzt muss ich aber auch mal wirklich mehr darauf achten, wie ich fahre. Also jetzt habe ich hier wirklich schon Probleme in den Ecken, jetzt bei 8%. Da ist es schon wirklich jetzt langsam Regenverhältnisse, wo man aufpassen muss. Vor allem bei 10% fängt es dann an, dass man auch wirklich sich sehr darauf einstellen sollte. Jetzt habe ich hier auch immer wieder mal Probleme mit dem Rausbeschleunigen. So, jetzt bremse ich jetzt schon hier mal ein bisschen früher an. Oh, der Curb, der hat es mir jetzt wirklich hier gegeben. So, gut. Diese Kurve hier, da fahre ich eigentlich immer Vollgas. Hier werde ich jetzt mal reinrollen und dann langsam anbremsen. Schön mit Ruhe und Bedacht. Weil jetzt ist es kontraproduktiv, wenn man den Wagen überfährt. Überfahren heißt also mehr von dem Wagen fordern, als er auf die Strecke bringen kann. Das passiert vielen Rennfahrern oft. Und man muss aber, darf das Fahrzeug nicht über das Limit bewegen, also schon in einem gewissen Rahmen. Aber ab einem gewissen Punkt, zu einigen bestimmten Bedingungen, macht es keinen Sinn mehr und man wird langsamer. Also ist man manchmal, wenn man langsamer fährt, schneller. Hört sich blöd an, aber ist halt so. So, jetzt bremse ich hier auch mal wieder ein bisschen früher, also schon bei 250 Meter gebremst. Macht die Bremse nochmal auf. So ist man auf der sicheren Seite. Muss hier aufpassen, gerade in dieser Schikane, in der Innenseite ist der Boden doch sehr wellig. Wenn man da zu doll reinkommt, kann es einen auch schon mal ins Ungleichgewicht bringen. So, und jetzt haben wir auch diese obligatorischen 10% Feuchtigkeit erreicht. Wir fahren hier wirklich schon ziemlich lange auf dem Reifensatz auch. Ich denke, dass wir da bald auch mal einen neuen Reifensatz draufziehen sollten. Weil der natürlich auch generell schon jetzt wenig Grip nur noch durch den Verschleiß hat. Und die Nässe kommt natürlich auch noch dazu. Ja, der Tank, der wird auch langsam immer leerer. Also, wir konnten die Reifen hier wirklich doch gut ausfahren. Ja, durch die nassen Bedingungen, die die Reifen dann zusätzlich ein bisschen gekühlt haben, war das doch hier eine ganz gute Angelegenheit. Ja, also das Rennen überrascht mich immer wieder. Man weiß nie so genau, wo man ist, was als nächstes kommt, ob das nur ein kurzer Schauer ist oder ob es ein längeres Regenerguss, wollte ich schon sagen, oder es hört sich irgendwie irgendwie scheiße an. Ja, ob es ein größerer Regenguss wird, so. Ja. Und ja, kommt ja jetzt auch bald in der nächsten Stunde, in Stunde 13 oder so, irgendwann wird es dann auch bald mal anfangen, wieder heller zu werden, denke ich mal. Und das wird ja auch noch interessant, wie wir dann in diesen verschiedenen Lichtverhältnissen zurechtkommen werden. Und ja, also das Rennen nach wie vor, mir macht es einen Riesenspaß. Ja, und ich freue mich auch sehr, dass euch das unterhält und ihr euch das so gerne anguckt. Ich habe da auch wirklich immer ganz gute Videoaufrufe zu und das freut mich auch sehr persönlich sehr, dass ihr euch das gerne anguckt. Ich kann auch jedem empfehlen, nehmt euch den Audi R8 dazu, den ich hier auch nehme, oder den originalen mit der normalen Lackierung. Der echt ein wirklich perfektes Fahrzeug für dieses Rennen. So, ich biege jetzt mal in die Box ein und werde mir neue Reifen holen. Denke ich, werde jetzt für die nächsten Regenstunden mal auf die weichen Gummis mischen. Weiche Gummimischung. Oh fuck. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt und habe jetzt hinten weich, vorne weich und hinten mittelhart gewählt. Das ist natürlich ganz blöd.
Naja, werde ich bald wieder in die Box kommen müssen. Auf jeden Fall ist dieser Part jetzt erstmal zu Ende. Ich werde das jetzt hier weiter verfolgen. Und wenn es extrem nass werden wird, dann schalte ich nochmal einen Zwischenpart rein. Ansonsten sehen wir uns zur Rennstunde 13 wieder. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.